Herzlich willkommen bei Futorial, mein Name ist Sinan Kurtulusch und ihr seid bei einem ganz, ganz schlimmen Reaction-Video gelandet. Ja, ich möchte über meine Bauchgefühle reden. Wie bin ich auf die Idee gekommen für dieses Video und warum heißt es 5 Sekunden mit Sinan? Manche können es sich vielleicht schon denken. Aufgrund der Klangküche, meinem Podcast, den ich zusammen mit Sebi und Basti mache, in einer der letzten Folgen hatten wir einen etwas heftigeren Streit. Da ging es darum, dass ich sehr voreingenommen bin, weil ich eben sagte, ich brauche nicht länger als 5 Sekunden, um festzustellen, ob ein Track mir gefällt oder nicht. Und ja, man kann jetzt darüber streiten, ist das voreingenommen oder ist das eine Begabung, sehr schnell urteilen zu können. Wie dem auch sei, wenn ich das mache, naja, dann eignet sich das eigentlich perfekt für Reaction-Videos. Falls euch das Format gefällt, dann lasst es mich wissen und falls es euch nicht gefällt, dann schweigt für immer und ewig. So, viel Spaß jetzt bei meinem Reaction-Video. Ich bewerte die YouTube-Trends Musik Platz 1 bis 5. Los geht's, die Musiktrends auf YouTube. Ich werde mir den Kram jetzt mal geben. Es fängt an mit... Was war das für eine scheiße Idee, dieses Video zu machen? Es fängt an mit Capital Bra Cherry Lady, produziert von Jumpa. Okay. Marimba Sounds. Ey, das ist neu, ne? Das habe ich noch nie gehört. Okay, ist ein Markenzeichen, muss man dazu sagen. Ist zwar ein bisschen peinlich und albern, lalalala, aber ist ein Markenzeichen. Okay, muss man akzeptieren. Ja. Rollen Benz, es ist nachts. Echt jetzt? Echt jetzt? Wir rollen im Benz? Leute, ich brauche weniger als 5 Sekunden. Ich frage mich ja, wenn Capital Bra, der sitzt da, dann, ich weiß nicht, schreibt er die Texte selber wahrscheinlich, so brillant sind die jetzt auch nicht. Also, der sitzt dann da und sagt so, ich brauche irgendwas, was mache ich denn? Es ist nachts, ich fahre Auto. Moment, welche Automarken kenne ich? Mercedes. Egal. Ist der eigentlich trainiert? Ich habe hier so, man kann anhalten. Also auf jeden Fall trainierter als sie. Ja, ich würde schon sein. Also so ein paar Apps zeichnen sich ab. Nicht ganz so wie bei mir, Brudi, aber das ist schon gut. Ich frage mich ja immer, ob bei diesem ganzen Name-Dropping, ne, Louis Vuitton, Gucci und so weiter, sind die wirklich so doof, dass die keine Deals mit den Firmen machen? Also, dass die von sich aus die Werbung machen? So sind die so doof? Also, wenn ich so massiv Werbung machen würde für irgendeine Firma, die muss mich so krass bezahlen, damit ich das mache. Aber so clever sind die nicht, oder? Das Video ist im Übrigen was ist das? 1:1 Format? Ist das jetzt die Mischung aus Hochkant und Querformat? So auf beiden irgendwie scheiße. So auf YouTube scheiße und auf Instagram. Obwohl, Instagram würde ja gehen. Wie rechtfertigt man das eigentlich vor irgendwelchen Fans da draußen, dass man jetzt wirklich so die totale kommerzielle Ausschlachtung eigentlich macht? Finde ich irgendwie spannend von jemandem, der vor, weiß ich gar nicht, 1-2 Monaten noch eine Insta-Story raushaut, dass Bushido jetzt Team Polizei ist und der so seine eigenen Leute verrät, dass das überhaupt nicht geht und jemandem, dem damals so schien es, Loyalität ganz, ganz wichtig ist, macht jetzt was mit Dieter Bohlen. Mhm. Also man muss nicht unbedingt bei der Polizei petzen, um irgendwie ein Verräter zu sein. Ich finde, das ist schon ziemlicher Verrat an den Leuten, die dich irgendwie hochgebracht haben. Gibt's Kapitalfans, die jetzt sagen, nee, jetzt bin ich raus? Auf der 2, Enno, Blackberry Sky. Dich alles oder nix, Brody. Aua, diese Sounds, die verzerren. Die kratzen voll. Vielleicht gehört das noch besser, ein Michael Jackson Thriller, aha. Okay, der Beat ist fett, das muss ich zugeben, also der Beat, der gefällt mir relativ schnell jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich gebraucht, es ist schon 30 Sekunden, aber der Beat hat erst vor 5 Sekunden angefangen, ey, so fair müsst ihr sein. Nach 5 Sekunden hatte ich schon eine Meinung, ja? Nein, er hat Geld. Oh nein, mach keinen Scheiß, Brudi, das ist ja was ganz Neues beim Hip-Hop. Also, die 5 Säulen des Hip-Hops, Geld, Kokain, nee, warte, sind nur 2 Säulen. Aber der Beat ist gut. Und der Refrain, das ist auch irgendwie, na, 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 das finde ich gut.
Okay, die Idee dahinter ist so, glaube ich, dieses BlackBerry Sky. Was ist das? Ist das so ein Messenger-Dienst, der irgendwie verschlüsselt ist, wahrscheinlich? Und darüber kommuniziert er und kann dann seine Drogengeschäfte abwickeln. Thematisch natürlich überhaupt gar nichts Neues alles. Okay, er ist Grasdealer, ich verstehe. Das Ganze ist im GTA-Style des Videos. Video ist fett gemacht, auf jeden Fall. Also das ist kein Vergleich zu der Kapital-Sache da. Ne? Also Capital Bra-Video, das war wirklich, wir bestellen zwei Nutten ins Hotelzimmer. Einer hält mal mit der Kamera so ein bisschen drauf und das war's. Ja, also das ist wirklich, das hast du in einer Stunde gefilmt und dann wahrscheinlich noch eine Stunde geschnitten. Das hier ist schon mal ein ganz anderes Kaliber. Also eine Drohnenaufnahmen, so ein scheiß Ding hier, so eine Yacht gemietet. Und dieser GTA-Flair die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich schon Artikel 13 problematisch? Wenn man so, ist das jetzt schon Satire, ist das eine Parodie, kann man das machen? Ne? Es sind ja ganz klar Elemente aus dem Spiel genutzt worden, ne? Zum Beispiel diese Sterne da oben, wenn die Bullen einen verfolgen. Film, 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 Palim, Palim. Ah, guck mal, er hat schon drei Sterne. Bei 4 ist, glaube ich, Militär, ne? Bei 4 musst du aufpassen. Also ich bleibe dabei, das Video ist schon fett gemacht. Das ist auch interessant hier. Das Video geht eigentlich nur 2 Minuten 36. Danach fängt eigentlich noch die 1 Minute Merchandise-Aktion an. Also ich brauche einen... Ach, guck mal hier. Enno Fuchs hat eine Kooperation mit Puma. Dich clever. Nicht nur die Sachen anziehen und sagen, hey, ich kann mir Puma leisten, sondern sich direkt von Puma bezahlen lassen. Viel, viel klüger. Ich finde es nicht so scheiße. Was mich daran auch so ein bisschen stört, ist diese Vermischung aus Realität und Kunst irgendwie. Also wenn ich einen Actionfilm gucke, weiß ich, ist ein Actionfilm. Wenn ich eine Dokumentation gucke, weiß ich, es sollte, zumindest wenn sie nicht auf Spiegel Online erscheint, eine echte Dokumentation sein. Hier, die spielen ja damit, dass sie irgendwie Bad Boys sind. Auf der anderen Seite kann man das denen irgendwie auch nicht so richtig ganz abkaufen. Aber insgesamt gutes Produkt. Jetzt bin ich gespannt. Fero 47, wir haben nur Assi-Rap, ne? Also, oder wie nennt man das? Das ist ja kein, also Capital Bra ist ja kein Hip-Hop. Puerto Rico. Erstmal Drohneaufnahme, das ist direkt so... Fero, Küsschen. Wann kommt schon der Beat? Ich brauche 5 Sekunden vom Beat, damit ich es entscheiden kann. Okay, der hat eine sehr, sehr krasse Stimme. Okay, ist halt wieder inhaltlich natürlich, ey, er fährt kein Mercedes, ja? Halten wir fest, sehr, sehr kreativ, er fährt einen Lamborghini. Oh mein Gott. Dass das die Menschen, die das hören, nicht langweilt, finde ich krass. Irgendwann, oder man hört einfach nicht auf den Text. Ich höre auch häufig nicht auf den Text, mir ist Text scheißegal, aber wenn ich ihn verstehe, dann habe ich ein Problem. Reiht sich absolut ein in diese ganze Geschichte von ich habe Geld, ich habe Waffen, guck mich an, ich habe mir Sachen gekauft. Nee. Was? Glückwunsch, du bist in der Lage, Geld in Konsumgüter umzutauschen. Ich verstehe natürlich. Es geht darum, ich habe es geschafft. Wie beweise ich das am besten, dass ich es geschafft habe? Indem ich natürlich meine Konsumgüter zur Schau stelle. Aber das ist irgendwie alles so, ey, das ist wirklich seit 20 Jahren, ne? Seit 20 Jahren ist das so. Diese kommerzielle Hip-Hop-Kultur hat sich 0,0 weiterentwickelt. Ich meine, auf der anderen Seite ist doch schön. Die haben anscheinend gar keine Probleme. Es geht um genau gar nichts. Wir feiern den Konsum. Was ich auch so geil finde hier, so eine Gucci-Hüfttasche, ne? Das Geile ist ja, ich versuche mir die ganze Zeit mir zu überlegen, ist da jemand so, der so sagt, so, ich mach so meinen eigenen Style. Ich habe voll die Idee, ich nehme eine Hüfttasche von einem Luxushersteller und bind die mir um die Schulter. So wie jeder andere auch. Das hat doch mit Style überhaupt gar nichts zu tun. Der ist ja eine Kopie von dem, was er denkt, was cool ist. Der hat sogar zwei Höhen. Der hat noch eine von Fila. Aber die sitzt tiefer. Hm? Fila, günstigere Marke als Gucci. Gucci weiter oben, Fila weiter unten. Das ist künstlerisch wow. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Er sich selbst auch nicht wahrscheinlich. Also ich bleibe dabei, die Stimme ist echt irgendwie krass. Also
So aus rein künstlerischer, musikalischer Sicht ist das irgendwie interessant. Meine Jungs aus Kosovo, Leute, die Hip-Hop-Videos konzipieren, ne? Brauchen die lang dafür? Das frage ich mich immer. Sitzen die an einem Tisch und sagen so, boah Leute, wir müssen jetzt mal brainstormen. Ich habe so eine ganz, ganz geile Idee. Was haltet ihr davon? Vorne steht der Rapper. Alle so, ja, gute Idee. Und dann so, und dann parken wir da ein Auto. Und einer so, ein VW Golf. Und dann so, nein, warte, nehmen wir einen Luxussportwagen. Noch nie da gewesen. Und hinten packen wir ganz viele von Leuten, die den cool finden. Und alle so, ja. Und irgendeiner dann vielleicht mal so ganz leise so, ey, Entschuldigung, eine ganz kurze Frage. Haben wir das nicht in jedem verkackten Hip-Hop-Video? Der wird dann wahrscheinlich erschossen oder so, keine Ahnung. Wo ist der Anspruch von den Leuten, irgendwie was zu machen, was noch nicht da gewesen ist? Ah ja, Kampfhund nicht vergessen. Kampfhund, ganz wichtig. Die armen Köter, die tun mir im Übrigen ein bisschen leid. Naja, sei es ihm gegönnt, wahrscheinlich auch irgendwie ganz, ganz da stark irgendwie gemobbt worden, der arme Junge. Und jetzt hat er es geschafft. Das gönnen wir ihm. Kommen wir zum nächsten. Marimbas. Ich brauch Beat. Nein, er sitzt auf einem Mercedes. No! Ey, immerhin keine Kampfhunde, das sind süße Huskies. Dieser Mero, ne, der ist doch noch ziemlich jung. Der hat auch noch irgendwie gar keine Idee bisher, was er so machen will, oder? Kommt der selber auf die Idee, ey, ich will auf einen G-Klasse sitzen? Oder ist dann irgendeiner, weißt du was, Mero, wir setzen dich auf einen G-Klasse. Das ist super. Vielleicht sagt Mero noch, aber das gab's doch 3000 Mal. Ja, hat 3000 Mal funktioniert, funktioniert auch bei dir. Beeindruckt das irgendwen noch? Also, ich will ja nichts sagen. Also, ich finde, das ist ein fetter Wagen. Genauso wie der Lamborghini auch und so weiter und so fort. Aber irgendwann hast du die doch einfach alle mal gesehen. Beeindruckt mich, mich beeindruckt das nicht. Ich finde übrigens die Schneelandschaft schön. Ich habe wieder Bock, Snowboard zu fahren. Musikalisch finde ich es völlige Grütze. Also Mero war ja mal anfangs hier mit Baller los oder so, wollte er ja so ein bisschen klar machen, was Sache ist. Jetzt kommt hier so eine weichgespülte Popnummer. Es ist so offensichtlich. Jeder macht das. Jeder. Optik ist wieder fett, muss man sagen. Also im Vergleich nochmal, ne? Die Kapitalvideos sind richtig beschissen, ne? Also das ist wirklich, das hat ja Zeit und Geld gekostet. Nee, musikalisch finde ich das so richtige Grütze, ehrlich gesagt. Also. Ey, Moncler ist wieder in oder was? Es schwankt ja auch immer so. Fila, ne? Fila war vor, als ich, das schon Urzeiten her, als ich 15 war, war Fila voll das Ding. Da haben auch so die ganzen Opfer, haben alle sich so auf einmal Fila-Jacken gekauft. So, als ob sie dann irgendwie mehr wert wären. Nee, ihr wart genauso doof. Also die Passage finde ich peinlich. Das finde ich richtig peinlich. Das ist so, ich rap mal jetzt so ein bisschen auf so einen schönen Popbeat. Das passt zwar alles jetzt nicht so. Ich war eigentlich mal hart, aber jetzt mache ich hier einen auf Wolke 10 und so. Selbe Problem wie bei Kapital. Nimmt ihm das niemand übel? Anscheinend nicht. Was mit Credibility, Leute? Ist das bei Hip-Hop egal geworden oder was? So, fünftes Video, letztes Video. Das Video hier darf auch nicht zu lange gehen. Also Casey Rebel mit Allen. Ich hoffe mal irgendwie was Neues jetzt. Nein, Autotune, scheiße, wie immer. Oder verarschen die sich einfach alle gegenseitig? Mach keinen Scheiß. Drogen? Geniales Thema für einen Hip-Hop-Track. AMG, weißes S-Coupé. Alter, wir können uns jetzt hier echt dumm und dämlich klicken, oder? Das ist immer das Gleiche. Ich kam von unten, ich bin jetzt oben. Früher hatte ich gar kein Auto, jetzt habe ich einen Mercedes. Erzähl uns doch mal, wie du es geschafft hast. Wie hast du das denn gemacht? Die sind immer, ich verstehe die ganze Geschichte dahinter nicht. Die erzählen die Geschichte nie, die erzählen immer nur, wie sie angekommen sind. Was ist das denn für ein Opfer da? Ach du Scheiße. Warum hält er sich die Waffe selber ins Gesicht? Ah, Menschen mit Gesichtstattoos muss man eh aufpassen. Mein Benzer! Also, um das nochmal klar zu machen, ne, auch hier der Beat ist wieder fett, das ist fett produziert, auch das Video ist echt krass, aber die haben nichts zu erzählen.
Also die wiederholen sich alle ständig. Also hier muss irgendwie ja mal der Next Step kommen, oder? Auf der anderen Seite, jeden Tag wird ein neues Kind 12, 13 Jahre alt und für den ist das vielleicht was Neues. Den beeindruckt das vielleicht. Schade, in den Top 5 der YouTube-Trends nur, also im Prinzip 5-mal der gleiche Track. Vielleicht fange ich nächste Mal an bei 100 und gehe dann hoch auf 95. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Bock drauf habt, vielleicht ich auch nochmal auf andere Sachen reagieren sollte, einfach alles in die Kommentare schreiben, gerne Abo dalassen oder heftige Kritik, disst mich, macht was ihr wollt. Ich freue mich, ich lese mir alles durch. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.